just clean off some from the surface. Es ist eine sehr schöne Ergänzung zu dem, was wir uns schon gedacht haben. Und die DNA-Analysen konnten das jetzt nun wirklich auch wirklich tatkräftig beweisen, dass die Modelle, die existiert haben, auch wirklich zutreffen. Man muss natürlich immer in Betracht ziehen, dass es eine Region in einer bestimmten Zeit. Wie gesagt, der Neandertaler lebte über 300.000 Jahre in ganz Eurasien. Es sind natürlich auch andere Lebensmodelle denkbar in der Zeit im Kontinent. Новое исследование оно значительно добавляет наши, скажем так, кусочки пазлов, наши знания о древних сообществах неандертальцев, как они жили, какое общество у них было, вот даже вот некоторые брачные обычаи, как получается. То есть такого рода исследований еще в мире не проводилось. Und ich denke, es ist auch sehr berührend, wenn man dann diesen Einzelschicksalen so nah kommt und sagt, ja, das ist der Vater und hier ist der Cousin und sie lebten in einer Höhle. Das gibt uns dann doch mehr Lebensbild als einfach nur Knochen und Steine. Es werden Menschen, die uns nah sind, und ich denke, das ist sehr berührend, nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für die breite Öffentlichkeit.